Herzlich willkommen, Maria Friedrich, Clemens Jakisch und Günther Renner. Ich weiß nicht, wie wir uns am besten verteilen. Vielleicht so? Genau. Wunderbar. Bewaffnet euch mit Mikrofonen. Habt ihr euch wohlgefühlt im kleinen Konzertsaal? Ich glaube schon. Ist es an? Ja. Sehr wohl. Sehr wohl vom Sound. Das kriegt man nicht alle Tage so. Platz war auf der Bühne, kriegt man noch weniger. Und es war auch voll im Saal, das kriegt man auch nicht immer. Das kriegt man auch nicht immer. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hat es angefangen mit Café Voyage? Ich habe einen Anruf bekommen eines Tages vom Günther und er hat eine Cellistin gesucht. Wie kam es eigentlich? Wie hast du meine Nummer gekriegt? Über eine andere Musiklehrerin. Und dann haben wir Zettel, wie man das halt so macht, Zettel ausgehängt, Café Voyage sucht. Dann kamen ganz viele Anfragen, ja, wir sind, dass die Leute denken, wir sind ein Café. Oh, das ist natürlich ungünstig. Also Leute wollten als Kellner bei uns arbeiten oder alles Mögliche. Wir kriegen auch immer noch aus Buenos Aires E-Mails, dass eine Tango-Band bei uns im Café Voyage spielen will. Und da muss ich mal schreiben, wir sind eigentlich eine Band. Ihr seid und so ist es dann auch was geworden. So ist es raus geworden. Und der Clemens, wie seid ihr an Clemens gekommen? Also der Günther und ich, wir kennen uns ja schon ewigst. Ich glaube, zumindest ordentlich, wir haben schon in zwei anderen Bands zusammen gespielt und sind ganz gut aufeinander eingetunt. Und irgendwann hat er gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte, weil mein Vorgänger-Gitarrist, der auch noch auf der CD ist, der wollte aussteigen und so bin ich halt mit dazu gekommen. Bist du auf der CD zu hören? Auf dieser hier nicht, aber auf der nächsten. Auf der nächsten. Und die ist schon in der Mache oder wie weit seid ihr? Das müsste der Chef beantworten. Im Kopf natürlich schon. Der Chef. Aufgenommen noch nicht. Aufgenommen noch nicht. Nee, wir haben einen vierten Musiker. Wir haben ein kleines Baby dabei, vier Monate alt. Und unsere Proben sind sehr davon abhängig, wie das vierte Bandmitglied mitspielt. Und wie sich es entwickelt. Wie sich entwickelt. Was für ein Instrument oft es spielen wird. Sind die Proben wird. So, dass die Maria gar nicht Cello spielen will, sondern Cello spielen kann, sondern nur, da hinten sitzt der kleine Mann auch. Also Maria muss singen ihre Stimme und ja. Gleichzeitig stillen. Sie singt dann ihre Cello-Solis. Oh. So ist es. Wo seid ihr überall auf Reisen gewesen? Weil eure Musik ist ja schon sehr unterschiedlich. Könnt ihr euch nicht so ganz entscheiden oder liebt ihr Europa oder den... Also europäische Musik ist es schon überwiegend, würde ich jetzt mal sagen. Auf Reisen, naja, ich bin ein Mensch, ich schreibe die Lieder und ich bin jetzt kein Mensch, der sich so zu Hause fühlt an einem Ort, sondern eher mit den Menschen, mit denen ich bin. Mhm. Und auch mit den Energien, die ich so höre. Und da sammeln sich halt unterschiedliche Energien und unterschiedliche Klänge an und dadurch ist schon eine gewisse Vielfalt da. Also das letzte, ein Lied heute war Englisch, das ist uralt, jetzt schreibe ich nur noch deutsche Sachen. Die Reisen sind eher durch das eigene Leben. Ja, das englische Lied ist tatsächlich aufgefallen, weil das kam fast schon poppig rüber. Also ganz anders wie die anderen Stücke, muss ich sagen, die eher so nach in Richtung Weltmusik geklungen haben. Ja. Oder Chanson. Ja, Chanson und das andere ist, ja allein dadurch, dass es Englisch ist und ein bisschen weniger jazzig auch. Weniger jazzig. Ist halt ein älteres Stück, aber ich spiele es gern. Könnt ihr euch alle entfalten? Ich hatte jetzt beim Clemens das Gefühl, die vorletzte Nummer, die war ja mehr so die Gitarrennummer. Das war auch nicht, das war ein traditionell, oder? Kann das sein? Das war das letzte Stück. Ja, das war das letzte Stück, okay. Genau. Ja, da kann ich mich ordentlich mal austoben. Hast du das dann auch ausgewählt, die Nummer? Seinerzeit habe ich die eingebracht, ja. Okay. Und das ist ein Stück, was ich sehr liebe, dieses Les yeux noirs, schwarze Augen. Und ich mag dieses zigeunerische Spiel, Gitarrenspiel auch sehr, dieses Swingige. Und das habe ich vor vielen Jahren, habe ich das mal arrangiert und seitdem spielen wir das eigentlich. Sind es deine musikalischen Wurzeln? Wo liegen die? Oh, die sind ganz woanders. Ich bin in einem evangelischen Pfarrhaus groß geworden. Meine Mutter war Kantorin. Ich habe sämtliche Kirchenchöre, Kinderchöre, was weiß ich, durchgemacht. Hatte Klavierunterricht bei meiner Mutter und also so das ganze Programm auf und ab. Und irgendwann hat es mich zur Gitarre gezogen mit 16. Und dann habe ich angefangen, Lieder zu spielen und auch selbst Lieder zu machen. Er ist schon im DDR-Fernsehen aufgetreten mit Klavier, Gitarre und fünf Instrumenten gleichzeitig. Ja, genau.
Er hatte so einen Schein als Liedermacher in der DDR. Erzähl mal. Ja, ich hatte mit meiner Schwester kleine Konzerte gegeben und als Gag habe ich dann immer mit den Zehen Klavier gespielt, eine Gitarre. Also hier hatte ich einen Stuhl, eine Stuhllehne, habe mit den Zehen eine kleine Begleitstimme gespielt, eine Gitarre umgehängt, wie Bob Dylan eine Mundharmonika, eine Rassel an der Hand. Und damit war ich auch im DDR-Fernsehen mal, ja. Aber da war er noch jünger, ne? Da war ich noch etwas unwesentlich jünger, hatte mehr Haare. Und aber das klingt schon nach einer super musikalischen Geschichte. Maria, wo kommst du musikalisch her? Ja, ich komme auch aus der Klassik. Also ich habe ganz klassisch Cello studiert an der Hochschule. Und hier, an der Münchner? Nee, in Würzburg. Gott sei Dank, sei froh. So schlimm? Naja. Genau. Anderes Thema. Anderes Thema. Nee, und für mich ist ganz toll, ich hatte zu der Zeit, als mich der Günther angerufen hat, gerade total Lust, irgendwie mal was anderes zu probieren. Und das hat irgendwie ziemlich gut gepasst. Und für mich ist halt toll in der Band, ich kann mal ganz andere Sachen ausprobieren. Ich kann frei improvisieren, was man ja als klassischer Musiker nicht so sonst macht. Man spielt ja immer von Noten, das auch natürlich toll ist und geübt werden muss. Aber ja, dieses freie Spielen und Improvisieren, das ist, war für mich eine Herausforderung und macht mir total Spaß. Ja. Spielst du jetzt noch klassisch in einem Orchester, jetzt aktuell, also so parallel zu Café Voyage? Ja, also ich spiele natürlich auch klassisch viel und ja, für mich ist die Abwechslung ganz toll. Okay. Ich habe noch zwei andere Ensembles, die auch sehr unterschiedlich sind vom Stil her, ein Quartett und noch ein anderes Trio, auch wieder ganz anders vom Stil her und spiele natürlich viel klassisch, aber nicht fest im Orchester, ich bin freiberuflich und ja, mal hier, mal da. Mal hier, mal da. Kommt. Und Günther, wo kommen deine Lieder her? Wie lässt du dir, also ich habe ja gehört, es sind schon überwiegend Liebeslieder dabei. Gell? Es ist Zufall. Das war jetzt Zufall. Also einfach das, was mich interessiert, meistens vom Inhalt her. In letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen, fällt mir nicht mehr so viel ein, da muss ich träumen. Ah. Und ich habe schon wirklich Lieder, Titel geträumt und dann ein Lied draus gemacht. Haben wir jetzt nicht gespielt, eins sogar italienisch. Also ich träume was und dann schreibe ich ein Lied. Das ist ein toll. Weil das irgendwie dann sehr individuell ist. Das glaube ich und gleich. Und sonst mal einfach, was das Leben halt so bringt. Gell? Liebeslieder natürlich, viele Liebeslieder, aber nicht nur. Ja, ihr versucht sozusagen das Programm, das Bühnenprogramm ein bisschen anzureichern, eben Georges Moustaki und andere Traditionals, um große, lange Konzerte zu spielen. Ja, einfach, du brauchst ein paar bekanntere Stücke, die wir aber sehr eigen auch interpretieren. Mhm. Aber also wenn du nicht so bekannt bist, brauchst du ein paar bekannte Stücke von anderen, ist so. Ja. Die Podiumsdiskussion heute ging ja um das Thema Frauen in der Musikbranche. Genau, das wäre wieder seine Frage. Wie nett, da kommen die Gentlemen raus. Hattest du jemals negative Erfahrungen gemacht, weil heute saßen hier vier Powerfrauen, die natürlich berichtet haben, es gibt zu wenig Frauen in der Musikbranche, also in der Branche auch. Aber du kommst jetzt aus der Klassik, das ist ein ganz anderes Thema, die waren jetzt ja mehr von Labels und ja, und aus der Popmusik. Hast du da negative Erfahrungen gemacht als Frau oder müssen sich Frauen da auch mehr durchkämpfen als Männer? Wie ist es da? Nee, also eigentlich habe ich da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also im klassischen Bereich ist das eh anders. Da ist es momentan, es gibt eigentlich immer mehr Frauen, die auch eben studieren. Früher war das anders. Es gibt ja auch noch Orchester, in denen es wirklich fast ausschließlich nur Männer gibt. Ja. Das ist bisher noch so, aber das ist inzwischen schon meistens ganz, ganz anders. Also es gibt immer mehr Frauen und in manchen Orchestern auch mehr Frauen als Männer. Also das hat sich schon sehr geändert. Ja, ja. Nee. Das ist wenigstens eine erfreuliche Kehrtwende, wenigstens in der Klassik, so festzustellen. Was die Komponistinnen aber, glaube ich, nicht angeht. Gell? Komponistinnen gibt es immer noch irgendwie weniger in der Klassik. Auch mehr natürlich, aber ja. Es ist schon noch, ja. Okay. Ich hatte jetzt so das Gefühl auf der Bühne, du bist schon der Bandleader. Also ich meine, du sitzt erhöht. Das ist mir schon aufgefallen. Woran liegt es, dass du da unbedingt so erhöht sein musst? Wenn ich auf einem normalen Stuhl hocke, schaue ich bescheuert aus. Ach so, das ist der Grund. Und stehen ist oft zu anstrengend und da ist der Barhocker die kaffeekompatible Mischung. Okay, verstehe. Wo kann man euch das nächste Mal sehen? Wo seid ihr unterwegs? Jetzt ist der Sommer, irgendwelche Open Airs oder Schlosse? Naja, wir haben jetzt viel so gehabt, Corso Leopold und sowas. So. Das nächste ist Brucker Kulturnacht, Fürstenfeldbruck. Mhm.
Ist nicht zu weit. Das ist also auch, wo man so den ganzen Abend spielen, immer eine halbe Stunde, dann kommt eine halbe Stunde Pause, kommen die mit Bussen, werden die hergefahren und dann kommen wieder wir. Und dann in Wörleschwang und ich weiß es, also normale Konzerte dann jetzt. Wir haben natürlich jetzt mit der WM zu kämpfen alle. Oh, ah, verstehe. Klar, da haben ja alle zu kämpfen. Wir haben natürlich auch eine Website, wo man diese ganzen Daten abrufen kann. Sehr gut. www.café-voyage.net. Da gibt es auch wunderbar. Karten, die könnt ihr mitnehmen. Und eine CD. Es gibt CDs. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch noch einen schönen Tag auf dem Klangfest. Viel Spaß Genießt hier. Ihn mit vielen Bands. Ciao. Vielen Dank, dass Sie da waren und schauen Sie sich noch das weitere Programm an.